Das EasyChange Kopfeisensystem und das EasyChange Kissensystem bieten zusammen eine Komplettlösung für die Sattelanpassung, für den absoluten Komfort und optimale Leistungen von Pferd und Reiter. Die Passform Ihres Sattels kann in Minutenschnelle an die sich verändernde Rückenform Ihres Pferdes angepasst werden. Alle Änderungen sind messbar, symmetrisch und vollständig umkehrbar. Dieses Video beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie den Sattel anpassen können. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die geeigneten Werkzeuge zur Hand haben. Hierzu gehört ein PH3 Schraubenzieher mit langem Griff, der EasyChange Fixierschlüssel und das EasyChange Kopfeisen und Kissenset. Bevor Sie mit der Sattelanpassung beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass der Sattel auf einer festen Unterlage stabilisiert wird und Sie somit beide Hände frei haben. Bevorzugen Sie die Sattelanpassung im Stehen vorzunehmen, empfehlen wir einen Tisch mit einer weichen Unterlage. Halten Sie den Hinterzwiesel zwischen Ihren Knien und stützen Sie das Sattelblatt auf dem Tisch vor Ihnen ab. So wie es hier gezeigt wird, ist der Sattel nun stabilisiert und Sie haben die Hände frei. Bevorzugen Sie die Sattelanpassung im Sitzen vorzunehmen, empfehlen wir den Sattel auch zwischen Ihren Knien zu halten. Dieses Mal jedoch sollten die Sattelblätter rechts und links neben Ihrem Körper liegen, damit Sie auch so wieder beide Hände frei haben. Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten unter der Lasche am Sattelkopf. Einige Sättel sind mit einem System ausgestattet, bei dem der D-Ring losgeschraubt werden kann. Lösen Sie dann die große Lasche mit dem EasyChange Fit Solution Etikett, die in der Sattelkammer durch Klettverschluss festgehalten wird und auf beiden Seiten unter dem Sattelkissen fixiert ist. Sie sehen nun das Kopfeisen. Falls Ihr Sattel mit Flexiblocks ausgestattet ist, empfehlen wir auch diese für die Sattelanpassung zu entfernen. Lösen Sie das Sattelkissen vom Sattelbaum weg, um die Gewindehülse aus dem Loch im Sattelbaum freizulegen. Schieben Sie dann das Kissen von der Ortsspitze. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Jetzt können Sie das EasyChange Kopfeisen zur optimalen Weite auswechseln und das Gleichgewicht innerhalb des Sattelkissens mit den EasyChange Kissen ausgleichen. Bevor Sie das Kopfeisen wechseln, empfehlen wir Ihnen, das separate Video anzuschauen, das Ihnen in Detail beschreibt, wie Sie die richtige Kopfeisengröße für die gegenwärtige Form und Muskulatur Ihres Pferdes wählen. Um das Kopfeisen auszuwechseln, entfernen Sie zuerst die Schraube an beiden Enden des Kopfeisens und dann das Kopfeisen selbst. Dehnen Sie den Sattelbaum für ca. 30 Sekunden in die Richtung, in der Sie das Kopfeisen auswechseln wollen. Das neue Kopfeisen kann dann in den Kanal eingesetzt werden. Falls Sie die alten Kopfeisenschrauben einsetzen, verwenden Sie bitte Loctite 243, welches entfernbar ist. Wir empfehlen jedoch den Einsatz der neuen Kopfeisenschrauben, die Sie mit dem neuen Kopfeisen erhalten haben. Befestigen Sie das Kopfeisen, indem Sie mit jeder Schraube erst beginnen, bis das Kopfeisen eingefasst ist. Ziehen Sie dann beide Schrauben mit dem Schraubenzieher fest. Bevor Sie das Sattelkissen anpassen, empfehlen wir Ihnen, das separate Video anzuschauen, das Ihnen im Detail beschreibt, wie die Kammerfreiheit, Auflage und Gleichgewicht Ihres Sattels geprüft werden kann. Passen Sie das Sattelkissen im Stehen an, empfehlen wir Ihnen, den Sattel auf die Seite auf den Tisch zu legen. Bevorzugen Sie, den Sattel im Sitzen anzupassen, können Sie das Sattelkissen ohne Veränderung Ihrer Position öffnen und so die von Ihnen gewünschten Veränderungen vornehmen. Öffnen Sie den Klettverschluss entlang des ganzen Sattelkissens.
Bringen Sie die Kissen in der Tasche in Position, wobei das Logo auf den Kissen in Richtung Sattelbaum zeigen sollte und die gerade Kante des Kissens entlang der Sattelkammer verläuft. Danach können Sie den Klettverschluss entlang des Sattelkissens wieder schließen. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Um Ihren Sattel wieder zusammenzubauen, schieben Sie die Ortsspitze wieder in die dafür vorgesehene Tasche im Sattelkissen, bis es in der korrekten Lage am Sattelbaum liegt. Mit Hilfe des Easy Change Fixierschlüssels positionieren Sie das Gegenstück der Edelstahlschraube wieder durch das Loch im Sattelblatt. Entfernen Sie den Fixierschlüssel und befestigen Sie den Sattelkopf mit den Edelstahlschrauben auf beiden Seiten. Ziehen Sie nun beide Schrauben mit Ihrem Schraubenzieher fest und stellen Sie sicher, dass der D-Ring in der korrekten Position auf beiden Seiten fixiert ist. Legen Sie die Lasche mit dem Easy Change Fit Solution Etikett zurück in die ursprüngliche Position, sodass beide Enden unter dem Sattelkissen fixiert sind. Falls Sie am Beginn Ihrer Sattelanpassung Ihre Flexi-Blocks entfernt haben, können Sie diese nun wieder am Sattel anbringen. Sie können nun den Sattel auf den Rücken Ihres Pferdes legen und so Ihre Anpassung überprüfen.